Erste Rennen, Prix Henri Chopin, Don't Worry, eine hoffnungsvolle Dreijährige. Probelauf war gut. Distanz, ein Problem oder nicht? Gegnersagemannschaft ist überschaubar. Kein Problem, die Distanz denke ich nicht. Ist mir sogar lieber wie auf 1600 mit der Nummer 1. Und ja, Pferd ist gut. Pferd hat natürlich Hoffnungen für die Zukunft in sich. Und wir werden versuchen, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Ja, Mantovani Bo, zweite Pferd im Feld im Auftaktbewerb. Zuletzt dritter Platz, da war recht ordentlich, obwohl der Rennfall auch nicht ideal war. Und wie hat er sich danach gezeigt? Schon, ich denke, dass er gefördert ist, weil er hat auch nach dem Rennen gut gearbeitet. Und ja, irgendwann wird ihm doch ein bisschen ein Knopf aufgehen. Der Rote Prix, deine erste Fahrt, steht wieder bei euch in Ebrechtsdorf. Er ist ein schnelles Pferd. Die muss man eigentlich nur am Boden halten, oder? Ja, er ist ein sehr schnelles Pferd, aber er läuft kein Rennen glatt. Und immer, wenn es Rennen ist, haut er die Nerven weg. Und Trainingsweltmeister, aber wenn er einmal übersetzt vom Training in das Rennen, also dann kann er jederzeit gewinnen. Also ist gut genug, das Pferd ist gut genug, aber einfach nur Trainingsweltmeister. Auftakt in den Renntag für Franz Kronlechner mit Red Butler. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Der hat da den Anschluss in der Anfangsphase überhaupt komplett verloren gehabt beim Anstart. Aber er sollte durch das Rennen gefördert sein, zumindest diesmal unter den ersten drei laufen. Zumindest die Hoffnung von uns, oder? Ja, das letzte Mal habe ich überhaupt nicht fahren können. Er war nur am Sprung, immer nur das ganze Rennen eigentlich nie auslassen können. Es war allerdings alles 1600 Meter auf 2,1, glaube ich, tut das sowieso leichter. Ja, und die werden heute mit Eisen fahren.